Pola Brendle, ich bin Künstlerin, wohne und arbeite hier in Berlin und das ist mein Atelier. Also das, was andere Leute mit ihren Zeichnungen machen, also Maler, die zeichnen sich eine Skizze vorher und machen daraus dann später die Gemälde. Und bei mir ist es immer ein Übereinanderlegen von Schnipseln und Ausschnitten. Das ist meine Skizze. Also ich male sozusagen mit Papier und versuche ganz viele unterschiedliche Sachen. Und meistens hat es einen Fokuspunkt, der dann, also mit dem ich beginne, das ist dann das Herzstück des Kunstwerkes und ist auch später meistens der Punkt, wo die Leute direkt drauf zugucken, wo das Auge gefangen wird. Und das wäre in dem Fall jetzt mit Sicherheit hier dieses Auge. Und man sieht im Hintergrund auch eine Landkarte bzw. einen Globus und das werde ich jetzt in mein Thema mit einarbeiten. Und oft, wenn ich in meiner Kreativphase bin, dann lege ich den ganzen Boden im Atelier aus mit so 10 verschiedenen Posterhaufen, die nach Farbe und nach Thema sortiert sind. Und dann gilt das Ausschlusskriterium. Das heißt, ich gucke dann, aus was ich was Schönes machen kann, was mich sofort anspricht und fängt. Und dann bleiben von diesen 10 Skizzen, bleiben dann 3 Bilder vielleicht übrig, die ich wirklich ausarbeite. Und dann fange ich auch mit dem Kleber an. Und ich arbeite ja nur mit Plakaten. Die Plakate kommen alle von der Straße und es ist eine Kombination aus Collage, Décollage. Collage vom französischen Wort Coll, Kleber, also das Übereinanderkleben, Übereinanderleimen von Schichten und Décollage als Abnehmen, Entfernen. Und bei mir ist es immer die Kombination aus beidem, weil allein der Prozess des Sammelns auf der Straße ist schon ein Décollagieren. Das heißt, es ist immer eine Collage, Décollage. Wie man hier sieht, sind das alles alte Plakate, die kommen von der Straße, viel in Berlin, weil ich hier wohne und mein Atelier habe, aber ein Drittel des Jahres bin ich unterwegs und am Reisen und dort sammle ich dann vor Ort meine Plakate, um meine Städteserien zu machen, die jeweils als Thema die jeweilige Stadt haben, beziehungsweise das Land und die Region und die Wettergegebenheiten, die Farben, die diese Stadt ausstrahlt. Und ich entferne auch immer sofort die Werbung und die eigentliche, den eigentlichen Grund für das Plakat. Das heißt, hier habe ich nur die schönen Farben behalten und diese Yoga-Position. Aber ich möchte nicht beeinflusst werden später in meiner Kreation und deswegen nehme ich immer die Werbung oder den Titel schon weg. Es sei denn, es ist was Schönes, was ich auch verarbeiten möchte. Dass ich zu wenig Plakate habe, kommt eigentlich nie vor, weil unterm Tisch stapeln sich die Poster und überall sind unterschiedliche Mappen mit den jeweiligen Ländern und Städten und Reisen, teilweise auch nach Farben sortiert oder nach Themen sortiert. Und da kann ich dann nachgucken, wenn ich was Spezielles brauche. Ich weiß auch recht gut, was ich habe. Und zu wenig kommt eigentlich nicht vor. Und selbst wenn es mal sein sollte, gehe ich runter auf die Straße und hole mir was. Das Material ist ja da. Ich bin in Berlin, ich bin hier im Zentrum Kreuzbergs, wo viel plakatiert wird. Da sollte es nicht vorkommen, dass ich zu wenig Material habe. Und was ganz interessant ist, man hat so Tage, wo alles fluppt und alles läuft und dann andere, wo gar nichts funktioniert. Und das heißt, der gleiche Stapel an Plakaten, der kann am einen Tag die Inspirationsquelle schlechthin sein und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ob ich jetzt mit dem Titel anfange oder mit der tollen Farbe oder dieser wunderschönen Form, ob ich diesen Mund nehmen soll. Und ich möchte, ich kann es kaum abwarten und es kribbelt in den Fingern und ich möchte alles gleichzeitig machen. Und den nächsten Tag komme ich hin und denke so, boah, du hast gar keine guten Sachen mehr, du musst unbedingt neue Sachen holen.
das funktioniert nicht. Also es ist immer die eigene Verfassung und nicht das Material, was man hat. Und aus dem Grund, um das zu lernen, habe ich 2016 eine Reihe gestartet, die hieß A Picture a Day. Und da habe ich ein ganzes Jahr lang jeden Tag ein Bild gemacht. Jedes Bild hat hinten das Datum drauf, dann die Stadt, in der es gemacht wurde. Und es ist wie ein urbanes Tagebuch, weil es natürlich die eigenen Empfindungen, die Gefühle, aber auch die jeweilige Stadt, in der ich in dem Moment bin, widerspiegelt. Und so kann man dieses Buch durchgucken. Ich habe dazu einen Katalog gemacht und man sieht genau, ah, da hat es vielleicht geregnet. Oh, der Frühling ist gekommen. Alles wird bunter. Und dann natürlich auch trotzdem die ganzen Reisen, weil ich war in dem Jahr in 8 verschiedenen Ländern und 17 verschiedenen Städten und habe überall vor Ort dann natürlich diese Collagen gemacht, weil a picture a day is a picture a day. Begonnen habe ich mit der Arbeit bei einem Auslandsaufenthalt. Da habe ich für ein Semester in England studiert, 2003. Und dort habe ich Fotografie studiert. Und wir hatten das Thema The Body und ich bin halt irgendwie auf die Suche gegangen, was könnte ich zu dem Thema machen. Und war in Brighton und bin die Uferpromenade entlang gegangen und da war diese wunderschöne, abgeranzte Plakatwand in einem türkisen Rahmen, so ein alter Holzrahmen, richtig abgesplittert, wunderschön. Und da hingen so verrottete Plakate drin, die sich gerollt haben. Und es war das perfekte Kunstwerk. Ich ärgere mich bis heute, dass ich es nicht mitgenommen habe. Man hätte das so nehmen können, oder nee, sagen wir so, hätte es dieses Ding in der MoMA gehangen mit einem Plexiglaskasten drumherum, hätte sich keiner gewundert. Das würde dahin gehören. Und davon habe ich damals ein Foto gemacht, weil ich es so wunderschön fand und habe versucht, es irgendwie in mein Thema zu drücken, aber es ging nicht. Und dann habe ich dieses Foto genommen, weggepackt und gesagt, irgendwann mache ich damit mal was. Und etwa ein Jahr später habe ich das Foto wiedergefunden und da war irgendwie der richtige Moment gekommen. Ich hatte mein Studium abgeschlossen, hatte zwar schon als Grafikdesignerin angefangen zu arbeiten und habe dann meinen Job gekündigt, meine 7 Jahre lange Beziehung beendet, habe mir einen Bus gekauft und bin losgefahren und habe Plakatwände in Europa fotografiert, also in den unterschiedlichen Ländern. Das Reisen ist schon immer ein Riesenthema gewesen für mich. In den unterschiedlichen Ländern habe ich diese Plakate fotografiert. Also, das ist die Plakatwand, von der ich vorhin erzählt habe, die in Brighton. Und das war meine Reise im Bus, wo ich Plakatwände fotografiert habe. Und dieses Buch zeigt natürliche Plakatcollagen in 26 Ländern rund um den Globus, aber vor allem in Europa. Und es zeigt, wie unterschiedlich plakatiert wird, wie unterschiedlich die Farben sind, wie unterschiedlich der Verfall ist. Also es ist eine Studie über Plakatwände, aber vor allem natürlich auch, es zeigt, wie wunderschön Verfall sein kann. Und ja, es hat mich das Reisen gelehrt und es hat mir auch gezeigt, was Zufall alles macht. Also ich habe auf der Straße und von der Straße gelernt, weil manche Dinge würde man sich gar nicht trauen, übereinander zu kleben oder zusammenzufügen. Und der Zufall, der denkt halt nicht drüber nach, da passiert es einfach durch Wind und Wetter und menschlichen Vandalismus, aber nicht absichtlichen, der sagt, ich kreiere jetzt ein schönes Kunstwerk, sondern der, weiß ich nicht, dieses Auge schön findet und das runterreißt. Und dann ist da dieser Riss, der aber unheimlich mystisch und unglaublich besonders ist und halt vom Zufall inspiriert. Und da habe ich gelernt. Also ich habe erst sehr lange die Fotografien gemacht und 2005 dann die ersten Ausstellungen gehabt. Ausstellungen und das öffentliche Auftreten ist natürlich total wichtig für meine Kunst. Ich habe ein sehr großes Netzwerk, vor allem auch durch meine vielen Reisen. Also am Anfang, als ich so viel unterwegs war, habe ich gedacht, naja, ist ja auch irgendwie doof, weil ich bin dann nicht vor Ort, nicht in Berlin und kann halt nicht da sein, um Leute ins Atelier einzuladen oder um zu netzwerken.
bis ich gemerkt habe, dass gerade das Reisen ein riesen Pool an Menschen ist, die ich kennenlerne. Und oft lernt man an den verwinkelsten Stellen der Welt dann doch die Leute kennen, die einen zu Hause weiterbringen. Die sagen, ach, ich habe da jemanden, er hat eine Galerie in Berlin und du triffst die irgendwo in Uruguay. Und meistens sind es die Sachen auf den Reisen gewesen, die mich dann doch zu Hause weitergebracht haben und die ganz spannende neue Möglichkeiten für mich bereitgestellt haben. Vor 2 Jahren bin ich den Jakobsweg gelaufen für 900 Kilometer mit Rucksack und habe den ganzen Weg über Plakate gesammelt, die ich dann im Rucksack getragen habe. Und der Rucksack wurde natürlich immer schwerer, aber es war für mich auch ein wichtiger Teil, dass ich die trage, weil das irgendwie Teil dieses Weges war. Und habe die dann in Finisterre am Ende der Welt, habe ich entschieden, dass es ein guter Moment ist, die zurückzuschicken. Habe die Bilder zurück ins Atelier geschickt und bin selber mit leichterem Gepäck weitergereist. Und habe dann während der weiteren Reise überlegt, was ich mit diesen Plakaten machen möchte. Ich habe jedes Mal, wenn ich eins gesammelt habe, habe ich hinten drauf geschrieben, wo ich das gesammelt habe und das Datum. Und habe mich dann entschieden, eine Reihe zu machen, die aus so vielen Bildern besteht, wie ich Tage gelaufen bin. Natürlich immer mit dem Postermaterial des jeweiligen Tages. Und das Ganze möchte ich irgendwann als lange Reihe präsentieren, die den Weg darstellt. Also, dass der Betrachter mit mir den Weg laufen kann, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und das war eine sehr schöne und eine sehr emotionale Arbeit, weil ich auch Tagebuch geschrieben habe, um mich später erinnern zu können, was an dem jeweiligen Tag passiert ist, damit ich diese Empfindungen dann wiederum in das Bild einarbeiten kann. Und das war sehr schön und sehr besonders. Und eine Reise ohne Arbeiten gibt es bei mir eigentlich nicht, weil egal wo ich bin, ich habe immer die Augen, die scannen die Straßen ab und die Mauern, an denen ich vorbeigehe. Und egal wo ich bin, ich sammle immer Material. Und es gibt eigentlich auch immer Material. Und deswegen dieses normale Urlaub machen, weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Es ist immer eine Reise, es ist immer eine Kombination aus Arbeit und unterwegs sein. Aber ich empfinde es auch nicht als Arbeit im Negativen, sondern es ist, ich kann nicht anders. Ich muss es machen, weil ich es liebe. Es ist nicht anstrengend, wenn man nicht abschalten kann. Oder ich empfinde es nicht als anstrengend, nicht abzuschalten, weil es ist so ein wichtiger Teil in meinem Leben und in meinem Kopf, dass ich nicht abschalten möchte. Und klar, wenn ich irgendwo bei jemandem bin, in einer Wohnung, wo auch gar nicht das Thema Poster ist, weil es keine Wände gibt, wo Poster hängen, dann kann ich ja ganz normal abschalten. Aber sobald ich eine Straße entlang gehe, ich mach das auch nicht bewusst, dass ich sage, oh, du musst Ausschau halten nach Postern. Sondern ich fahre mit dem Fahrrad und ich gucke auf die Straße, auf den Verkehr und trotzdem sehe ich im Augenwinkel eine besondere Farbe oder eine Form und denke, na, da habe ich doch was gesehen. Und dann halte ich an und gucke, ob es sich gelohnt hat. Und dann, ich habe ein Fahrrad mit 2 großen Körben, vorne und hinten. Und dann nehme ich das ab und packe es ein. Und es ist, ich gehe auch nur an unbezahlte Stellen. Ich gehe nicht an Litfaßsäulen, sondern nur an Stellen, wo wild plakatiert wird. Weil ich möchte niemandem damit schaden mit meiner Kunst. Und deswegen gehe ich an Stromkästen und an Mauern, wo wirklich die Leute so tick, tick, tick schnell ihren Kram hinkleistern. Er ist auch viel einfacher abzumachen. Und das heißt, im Grunde säubere ich die Stadt umsonst.
Und erst ganz zum Schluss, wenn ich glücklich mit der Komposition bin, dann wird richtig gerissen und ganz zum Schluss geklebt. Und wenn das Bild dann fertig ist, dann baue ich auch die Rahmen selber. Und zum Ende hängt es dann an meiner Wand hier im Atelier. Und im nächsten Schritt dann hoffentlich in einer schönen Galerie oder einer schönen Ausstellung. Ich empfinde es nicht als schwierig, das Ende für ein Bild zu finden. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil mir oft diese Frage gestellt wird, wann ist das Ende von einem Bild? Wann weißt du, dass es fertig ist? Und ich habe lange darüber nachgedacht, weil es immer intuitiv ist. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, es ist dann fertig, wenn mich nichts mehr stört. Weil ich arbeite ja mit vorgefundenem Material. Es ist nicht, dass ich selber dieses Bild male und sage, ah, da muss jetzt noch was hin, sondern wenn mich nichts mehr stört an diesem Bild, dann ist es fertig. Und dann darf man auch nichts mehr machen, weil dann wird es zu viel oder zu wenig. Aber wenn alle Störfaktoren ausgeblendet sind, dann ist es fertig. Bei dem Bild zum Beispiel ist der Fokus recht klar, denke ich. Das ist vor allem das Auge, aber natürlich auch die Gesichtshälfte. Und es ist immer recht schwierig zu entscheiden, was man wegreißt. Weil das Gesicht war natürlich wunderschön, aber es wäre langweilig, wenn man das ganze Gesicht sehen würde. Deswegen muss man es wegreißen, um es spannender zu machen. Und es tut einem in der Seele und im Herz weh, das Herz blutet, wenn man diesen wunderschönen Mund wegnimmt. Aber es war nötig, vor allem auch um den Fokus hier zu setzen. Und ich habe mich entschieden, als Hintergrund wirklich nur die Rückseiten von Plakaten zu nehmen, um hier das stärker hervorzuarbeiten, aber auch um zu zeigen, wie wunderschön Rückseiten sein können. Das heißt, es gibt dieses Beige-Blau, dann gibt es das richtige Blau. Hier gibt es das ganz, ganz knallige Blau, aber auch Weiß. Und ich habe hier natürlich mit unterschiedlichen Rückseiten gearbeitet und auch immer mal wieder was überblättern lassen, dass man doch die Vorderseite wieder sieht und die so ein Stück zum Vorschein kommt. Da der Abriss und dieses Poster hat auch eine schöne Geschichte, und zwar hat es mein damaliger Freund nachts mir mitgebracht. Der hat es irgendwo, als er mit dem Fahrrad nach Hause kam, hat er das gefunden und gedacht, ah, das ist was Schönes für Pola, das bringe ich ihr mit. Und ich kam dann selber nach Hause und da lag dieses Riesenposter in meinem Wohnzimmer und ich habe gedacht, ah, wie wunderschön, weil ich hatte es schon mehrfach gesehen. Aber es war an einer bezahlten Stelle, wo ich nicht rangehe, und habe mich aber umso mehr gefreut, dass es dann doch den Weg in meine Wohnung gefunden hat.